B1, Frage Nummer 2. Erzähle mir von deiner Familie. Achte auf Comparative Adjectives. When do they need endings, if at all? Relative clauses. Who, which, that. And opportunities to use other tenses. Hier sind einige Ideen. Ich habe eine ziemlich große Familie. Es gibt meine Mutter, meinen Vater und auch meine zwei Schwestern und einen Bruder. Meine Schwestern, die Zwillinge sind, heißen Nicola und Clara und sind 3 Jahre älter als ich. Sie haben lange, dunkle Haare und blaue Augen und sind 18 Jahre alt. Ich habe auch einen jüngeren Bruder, der Max heißt. Er ist 9 Jahre alt. Er ist ziemlich groß und hat blonde Haare und grüne Augen. Ich verstehe mich mit meiner Familie extrem gut. Wir verbringen viel Zeit zusammen. Bei unserem letzten Ausflug sind wir nach Nottingham gefahren. Wir sind im Wald gewandert und haben ein leckeres Abendessen im Pub gegessen. Das war ein toller Tag. So, comparative adjectives. Do these need endings or not? Well, it depends. If they're before the noun that they describe, then yes, like all adjectives, they need an ending. But if they're after what they're describing, then there's no ending. Here are the two examples we had. Nicola und Clara sind 3 Jahre älter als ich. Ich habe auch einen jüngeren Bruder, der Max heißt. Excuse that extra und there in the first line. So, in the first example, because the adjective älter is describing Nicola und Clara, it comes after what it's describing, so there's no ending. But in the second example, ich habe einen jüngeren Bruder, that's before what it's describing, so yes, it will need an ending, and because it's masculine accusative here, it's an en ending. Relative clauses, we had two of these as well, they were? Meine Schwester, die Zwillinge sind, ich habe auch einen jüngeren Bruder, der Max heißt. Another tiny error here, I have to admit, meine Schwestern, it should be, my fault. And here you can see that the word for who, which, and that is the word for the. So meine Schwestern, die Zwillinge sind, because it's plural, it's die. And mein Bruder, der Max heißt, so that's the word for the masculine. And because you have one of these relative clauses, that sends the verb to the end. So even if you had more details about the twins or about the brother, the verb would still come right at the end of that clause. Opportunities to use other tenses. We had, bei unserem letzten Ausflug sind wir nach Nottingham gefahren. Wir sind im Wald gewandert und haben ein leckeres Abendessen im Pub gegessen. Und das war ein toller Tag. Why not put in a perfect tense or a past tense section into your piece of writing? It always adds, and you'll get better marks for it.